بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit den Zeichen der Stunde, mit den Vorzeichen. Und wir waren stehen geblieben bei der Mondspaltung und zu den Zeichen, die bereits vergangen sind, die eingetreten sind und vergangen sind, gehört das Feuer aus dem Hijaz. Hijaz ist ein Gebiet auf der arabischen Halbinsel, also da, wo Saudi-Arabien ist, heute diese Halbinsel, ein Gebiet namens Hijaz. Dazu sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Die Stunde wird nicht eher eintreten, bis ein Feuer aus dem Gebiet des Hijaz austritt, wodurch die Hälse der Kamele in Busra erhellen. Also dieses Feuer wird so gewaltig sein, dass in Busra im Orient, ja, also dem Gebiet von Syrien heute, die Hälse der Kamele erhellen, ja, aufgrund dieses Lichtes. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, sagte: In unserer Zeit trat im Jahr 654 nach Hijra ein Feuer in Medina aus. Es war ein gewaltiges Feuer, welches an der östlichen Seite der Stadt ausgetreten ist, hinter dem Stadtteil Al-Harra. Sämtliche Bewohner des Scham und den umgebenden Gebieten haben es erlebt und auch die Anwohner Medinas haben mir darüber berichtet. Das bedeutet also, dass dieses Zeichen bereits eingetreten ist. Ein weiteres Zeichen, das eingetreten ist, ist die Einnahme Jerusalems, also Al-Quds. Und dazu sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir bereits im Hadith erwähnt haben, das letzte Mal: Zähle sechs vor der Stunde, also sechs Zeichen, die eintreten werden, bevor Yawm al-Qiyamah eintritt. Mein Tod, das hatten wir ja schon erwähnt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Einnahme Jerusalems. Und das geschah in der Ära von wem? Ja? Umar radiallahu anhu. Er hat Al-Quds eingenommen, und zwar im Jahr 26 nach Hijra. Ein weiteres Zeichen, das bereits eingetreten ist, ist die Pest in Amwas. Und dieses Vorzeichen ist gemeint, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sechs Vorzeichen aufgezählt hat. Und darunter war eben eine Seuche, die einer Schafsseuche gleicht. Ibn Hajar rahimahullah sagte, es heißt, dass damit die Pest in Amwas zur Zeit Umars gemeint ist. Sie fand nach der Einnahme Jerusalems statt. Und da sind natürlich viele Leute gestorben bei dieser Pest. Und im Jahr 18 nach Hijra verbreitete sich die Pest im Scham-Gebiet, sodass eine große Anzahl an Menschen gestorben sind, darunter auch sehr viele Gefährte. Und es heißt, dass die Anzahl der Verstorbenen bei 25.000 lag. Zu den berühmtesten Sahabe, die gestorben sind, gehört Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiallahu anhu. Wenn wir da kurz mal einen Halt machen, sodass wir sehen, wie edle Sahabe, Abu Ubaidah und auch andere, viel jüngere Sahaba, gestorben sind bei einer Pest. Denn unser einer, wenn er krank wird, dann denkt er, er hat nicht gelebt. Also warum werde ich jetzt krank und sterbe jetzt? Warum bin ich sterbenskrank? Viel bessere Menschen als wir sind gestorben. Viel edlere Menschen, durch Krankheiten auch, nicht nur durch Altern und sie wurden alt oder in der Schlacht, sondern auch während einer Pest oder durch irgendeine Krankheit. Und das
zeigt uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle Menschen damit prüft, egal ob du ob man Sahabi ist oder nicht. Auch die Sahabe mussten solche Sachen durchmachen. Und es waren also sehr viele, ja, 25.000 Menschen, ist eine sehr große Zahl. Und deswegen, wenn ein Muslim geprüft wird, dann soll er sich ein Vorbild nehmen an diese Sahabe. Und das ist auch die Weisheit dahinter, warum einige Sahabe durch die Pest sterben. Der ein oder andere Sahabi, also wir könnten denken, nicht, dass die Sahabas dachten. Die Sahaba wussten, das ist die Vorherbestimmung Allahs und alles, was Allah bestimmt, ist gut. Aber wir, weil wir eben nicht richtig denken manchmal, könnten uns vielleicht vorstellen, dass die Sahaba sich denken, ja gut, jetzt habe ich, was habe ich jetzt getan oder geleistet der Religion, wenn ich mit jungen Jahren an der Pest sterbe. Was sie geleistet haben, ist, dass sie Vorbild sind für uns, bei solchen Schicksalsschlägen geduldig zu sein. Das heißt, sie sind unsere Lehrer, was eben getan werden muss, wie umgegangen werden muss bei einer Pest. Und das werden wir inshallah ta'ala sehen, wenn wir über die Ära und die Epoche von Umar radiallahu anhu sprechen, welche Regeln da umgesetzt wurden, die wir heute, ja, im Zeitalter von Corona sehr gut kennen, von wegen, dass eben die Leute eben ihre Häuser nicht verlassen und so weiter und so fort. Das sind Regeln, die bereits die Muslime schon früh angewendet haben. Und da kam ja auch dieser Spruch dann, als gesagt wurde, o Kalif, o Umar, flüchtest du denn vor der Vorherbestimmung Allahs? Dann sagte er, ich flüchte vor der Vorherbestimmung Allahs zur Vorherbestimmung Allahs. Also ich bewahre die Leute, damit sie nicht in die Stadt reingehen, in der eben die Pest sind. Das werden wir inshallah ta'ala noch einmal sehen. Das waren einige Vorzeichen, die bereits eingetreten sind und nicht noch einmal eintreten werden, sind abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zu Vorzeichen, die andauern. Also sie können eingetreten sein und sind immer noch vorhanden. Oder sie werden eintreten und werden immer noch bleiben. Und diese andauernden Vorzeichen sind einige Kriege, dazu gehören einige Kriege, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorhergesagt hat. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Kisra zugrunde geht, dann gibt es kein Kisra nach ihm. Kisra ist wer? Ja? Der persische Herrscher. Bei dem, in dessen Händen die Seele Muhammads liegt, ihr werdet ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben. Was bedeutet das? Also, und vorher, das hatte ich vergessen zu sagen, und wenn der Kaiser zugrunde geht, dann wird es keinen Kaiser nach ihm geben. Dann sagt er, bei dem, in dessen Händen die Seele Muhammads liegt, ihr werdet ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben. Das bedeutet also, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat prophezeit, dass Persien und das Römische Reich verlieren werden. Und noch einmal, es geht um zwei Großmächte. Um zwei Großmächte, die eben zugrunde gehen werden. Und das ist auch tatsächlich passiert. Jetzt ist aber die Frage, als Kisra gestorben ist, kam ja danach noch ein Herrscher, also bevor die Muslime Persien eingenommen haben. Was meint also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Kisra zugrunde geht, dann gibt es keinen Kisra nach ihm? Und zwar sagen die Gelehrten, das bedeutet, diese beiden Herrscher, Kisra und der Kaiser, also Herakl, wenn sie nicht mehr leben, dann werden keine Herrscher mehr diese Reiche führen wie diese beiden Herrscher. Also so viel Macht und so viel Herrschaft wie in Zeiten Kisras und dem Kaiser
werden diese zwei Mächte nicht mehr haben. Und das war tatsächlich der Fall. Also Höhepunkt des Persischen Reiches war mit Kisra und dann ging es den Bach runter. Und genauso eben mit dem Kaiser zur damaligen Zeit. Wir reden jetzt nicht von der Entstehung des Römischen Reiches bis zum Ende, sondern in der Zeit des Propheten, also ab der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da war dieser Kaiser eben der mit der eben am meisten Macht hatte, die danach eben nicht, bis sie eben verloren haben und die Muslime dieses Territorium eingenommen haben, also ein Teil des Römischen Reiches. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zwei Truppen werden von Allah vor dem Höllenfeuer bewahrt. Eine Truppe, die nach Indien zieht und eine Truppe, die mit Isa ibn Maryam sein wird. Also die eine Truppe, das waren eben die Sahaba, die eben den Islam verbreitet haben. Und die andere Truppe, die wird ja erst kommen mit Isa alayhi as-salam. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anh sagte, als wir um den Gesandten sallallahu alaihi wasallam saßen und schrieben, wurde der Gesandte Allahs gefragt, welche der beiden Städte wird zuerst eingenommen, Konstantinopel oder Rom? Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam antwortete, die Stadt des Heraklius wird zuerst eingenommen. Und er meinte damit Konstantinopel. Also Konstantinopel wird zuerst eingenommen und das ist ja auch der Fall gewesen. Was ist Konstantinopel? Istanbul. Ja? Möge Allah Istanbul und die ganze Türkei bewahren und natürlich alle anderen islamischen Länder. Also, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam prophezeit und das sind Belege für die Wahrhaftigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt keine Prophezeiung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die nicht eingetreten ist. Also von denen, die schon eingetreten sind, gibt es keine Prophezeiung, die nicht eingetreten ist. Dazu gehörte ja auch, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, dass eben die Krone bzw. dieser Schatz, ja, dieser Schmuck von Kisra, dass eben die Muslime es einnehmen werden, ist auch eingetreten, ja, auch in der Zeit von Umar radiallahu anhu. Es gibt also keine Prophezeiung, die nicht eingetreten ist. Das ist ein weiterer von unzähligen Belegen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit sagt. Und das ist ein wichtiger Punkt für den Muslim, aber auch für die Nicht-Muslime, wenn man mit ihnen diskutiert, dass eben dies eingetreten ist. Ebenso gehört zu den Zeichen der Stunde, die eingetreten sind und eintreten werden, die Erscheinung der Lügenpropheten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eher eintreten, bis ungefähr 30 Lügenpropheten erscheinen, die allesamt behaupten, Gesandte Allahs zu sein. Die Zahl 30 in diesem Hadith dient nicht der Einschränkung. Bei Zahlen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zahlen angibt, dann sagen die Gelehrten, wir dürfen diese Zahlen nicht verstehen, dass es keinen Umkehrschluss gibt. Also was heißt Umkehrschluss? Auf Arabisch Mafhum. Also außer die 30 eben niemand. Oder wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, 7 Personengruppen werden im Schatten unter dem Thron Allahs sein. Du kannst nicht den Umkehrschluss hier ziehen. Du kannst nicht sagen, außer 7 dann niemand. Ist das klar? Das heißt, diese Zahlen dienen nicht der Einschränkung, es gibt nicht mehr, sondern das bedeutet, dass eben sehr viele kommen werden und behaupten werden, sie seien Propheten. Es ist also keine Einschränkung. Das heißt, wenn jemand dann sie aufzählt, dann kann es sein, dass er mehrere findet.
Andere Gelehrte sagten, gemeint sind die Top 30 Lügenpropheten. Ja, also die mit den meisten Gefolgsleuten. Aber das heißt nicht, dass es nicht noch andere Lügenpropheten gibt. Natürlich, die ersten waren zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das hatten wir ja schon mal in der Sira erwähnt, ja, der berühmteste wohl Musaylima, ja, oder Al-Aswad Al-Ansi. Es gab aber auch Lügenprophetinnen, also auch Frauen. Und dazu sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in meiner Umma gibt es 27 Lügner und Betrüger, wobei darunter 4 Frauen sein werden. Doch ich bin der das Siegel der Propheten, sodass es keinen Propheten nach mir geben wird. Und eine dieser Lügenprophetinnen hieß Sajah bint al-Harith. Und Musaylima heiratete sie, aber nachdem Musaylima getötet wurde, nahm sie den Islam an, also und kehrte zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Zeichen der Vorstunde ist nicht beendet. Das bedeutet, es werden immer weiter noch Lügenpropheten erscheinen. Und vor ein paar Wochen gab es tatsächlich auch, wenn ich mich recht entsinne, war es Jordanien, ja, oder so, einen, der wirklich da kam und sagt, hallo, guten Tag, ich bin ein Prophet. Ja. Das heißt, diese Sache wird es immer noch geben. Einige machen es, weil sie einfach berühmt werden wollen. Ja. Andere werden vom Shaitan dazu getrieben. Das heißt, Shaitan kann dem Menschen zum Beispiel im Traum erscheinen und ihm vorgaukeln, hör mal zu, du bist ein Prophet. Und dann gibt er ihm noch ein paar Sachen, ja, weil die Shayatin, die Teufel, bekommen ja manchmal ein paar Sachen mit, was die Engel besprechen. Ja, und so erkennen sie einige Sachen, vielleicht die eintreten werden. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat das ja beschrieben, aber er sagte, und dann fügen sie natürlich Lügen hinzu. So, das bedeutet, Shaitan kann einem eingaukeln, einflüstern, dass er ein Prophet ist. Und daher, liebe Geschwister, ist dies wichtig, dass man das lernt. Diese Aqide, die wir hier lernen, die ist nicht nur einfach so, damit wir einfach nur mal über was reden, sondern jeder von uns muss diesen Hadith kennen. Wenn du einen Traum siehst und dann kommt irgendjemand und mit weißem Bart oder Allahu A'lam und der sagt, hör mal zu, ich bin der Prophet Muhammad, und Rasul sallallahu alaihi wasallam, sein Bart war nicht komplett weiß, alaihi salatu wasallam. Und das ist ja das Wichtige, deswegen müssen wir lernen, wie sah der Prophet aus, alaihi salatu wasallam. Denn Shaitan kommt nicht in der Gestalt des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber in einer Gestalt, ja, die so aussieht mit weißem Bart, ja, und dann denkst du, er sei ein Prophet, und dann kann er auch lügen. Und dann sagt er dir, hör mal zu, ja, du bist auserkoren und du bist mein Vertreter und du bist dies und du bist jenes. Und wir wissen zum Beispiel die Qadianiyya, also die Anhänger von Mirza Ghulam, ja, Qadian, Ahmadiyya werden sie genannt, ja, der sagte ja, dass er ein Prophet ist. Da der Druck aber dann so groß wurde, weil alle Muslime sie nicht anerkannt haben, haben sie dann das ein bisschen geändert und sagen, nein, er ist Mahdi. Aber er bekommt die Offenbarung. Das geht nicht. Du kannst kein Mahdi sein und Offenbarung bekommen. Ein Mahdi bekommt keine Offenbarung. Wenn ein Mensch, egal wie er heißt, Offenbarung bekommt, ist es ein Prophet. Das ist per Definition. Ein Prophet ist ein Mann, der die Offenbarung bekommt von Allah. Wie der heißt, ist sowas von egal. Das heißt, jeder, der behauptet, er bekäme Offenbarung von Allah, behauptet, er sei ein Prophet. Und deswegen dürfen wir uns nicht täuschen lassen von zum Beispiel
die Ahmadiyya, die das geändert haben dann später, wie gesagt, weil alle, guck mal, jeder Muslim weiß, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam ist der letzte Prophet. Also das weiß wirklich jeder. Und wenn er keine Ahnung vom Islam hat, weiß er, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam ist der letzte Prophet. Und deswegen haben die gewusst, okay, wir müssen unsere Masche ein bisschen ändern. Ja? Ein bisschen aktualisieren den Stand. Er ist nur Mahdi. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ja gesprochen und hat gesagt, es kommt ein Mahdi, wie wir noch sehen werden. Aber der springende Punkt ist, erstmal der Name. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, der Mahdi heißt wie? Ja? Muhammad, sein Name ist so wie meiner. Ja? Und? Ja? Genau, und der Vater ist Abdullah. Das bedeutet, und er ist von der Abstammung von wem? Von Ahlul Bayt und von wem? Ja, ja, aber von wem? Von wessen Enkelsöhnen? Ja? Ja gut, von Ali. Gut, Ali ist aber jetzt... Du hast schon recht, ja? Also, ja. Hassan oder Hussein? Die Schiiten sagen, er ist von Hussein. Al-Sunna sagen, ist von Hassan. Ist jetzt nicht so schlimm, ja? Also wenn er von Hussein ist, herrlich. Wir lieben Al-Hassan und wir lieben Al-Hussein. Ja? Aber das werden wir sowieso inshallah noch betrachten. Ja? Also der Vergleich des Mahdi zwischen Sunna und Shia und auch dann der Dajjal, und dann wird es hochinteressant. Ja? Bitte? Afwan, bitte? Was ist das? Und was soll der sein? Achso, ist ein Mahdi? Okay, barakallahu fik. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, diese Lügenpropheten gibt es immer noch, wird es immer noch geben. Aus irgendeinem Grund, ist ja egal welcher Grund, entweder Einflüsterung des Teufels oder eben... weil er Anhänger will, ja, der denkt sich, das ist jetzt so ein Super-GAU und so weiter und so fort. Und daher muss jeder von uns diese Aqida lernen, damit er sich beschützt vor den falschen Propheten. Ebenso gehört zu den Zeichen der Stunde die Verbreitung und die Vermehrung von Versuchungen. Dass die Versuchungen so viele sind, und das spürt ja jeder von uns, möge Allah uns bewahren. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte, beeilt euch mit den rechtschaffenen Taten, bevor Versuchungen eintreten werden, die so finster sein werden wie Teile der Nacht. So wird man am Morgen ein Gläubiger sein, wobei man am selben Abend zum Ungläubigen wird. Oder man wird am Abend ein Gläubiger sein, aber am nächsten Morgen ein Ungläubiger. So verkauft man seine Religion für einen billigen Preis des Diesseits. Möge Allah uns davor bewahren. Also dieser Hadith macht einem natürlich Angst. Und da fleht man Allah an, dass man gefestigt wird in der Religion. Dass man standhaft bleibt. Denn diese Versuchungen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sind finster. Heißt, du hast keinen Durchblick. Es ist zu undeutlich, wann, wenn du nicht deine Religion lernst. Und das gehört auch zu den Vorzeichen der Stunde, und zwar zu den zukünftigen, dass es eine Zeit kommen wird, in der man nicht mehr weiß, was das Gebet ist. Man weiß nicht, man hat nie was vom Gebet gehört oder vom Fasten gehört. Das Wissen wird immer weniger, wird immer weniger, wird immer weniger. Und die Unwissenheit verbreitet sich. Und damit du nicht zu dieser Sorte gehörst, musst du deine Religion lernen. Und deswegen jeder, der seine Religion lernt, soll Allah danken für diese Gabe. Es gibt viele Menschen, die lernen ihre Religion nicht, leider. Die denken, die wissen schon alles. Der weiß, wie er betet, das war's, das reicht. Aber der wird bei den Versuchungen dann nicht standhaft bleiben.
Und wie ich immer wieder sage, auch wenn du denkst, du wärst ja, einigermaßen sicher vor Scheinargumenten, du musst aber trotzdem lernen, damit du das Wissen weitergeben kannst. Wer soll denn sonst deinen Kindern beibringen, was die richtige Religion ist und warum der Islam überhaupt die richtige Religion ist? Insbesondere in unserer Zeit und besonders jetzt in diesem Land, wo die Kinder in der Schule gezwungen werden, religiöse Feiern mitzumachen, die überhaupt nicht zu unserer Religion gehören. Ja, jetzt die Kinder, die Schüler, die müssen alle mitmachen am Adventskranz. Die müssen alle mitmachen. Vorhin sagt mir auch jemand, da gab es eine Weihnachtsparty. Eine Weihnachtsfeier. Hallo, ich bin Muslim. Warum soll ich jetzt Weihnachten feiern? Wo ist hier die Freiheit? Was hat denn das bitte schön mit Integration zu tun? Muss ich Weihnachten feiern, damit ich integriert bin? Da lerne ich doch lieber irgend so ein Gedicht. Ja? Und dann zeige ich dir, ich gebe dir eine Interpretation von Faust 1 und 2. Ja? Aber warum soll ich bitte Weihnachten mitfeiern? Ich verstehe das nicht. Warum wird man gezwungen, Sachen zu feiern, die überhaupt nicht zu unserer Religion... Wir zwingen doch auch niemanden, unsere Feiern mitzufeiern. Und deswegen, Barakallahu fikum, müssen wir lernen, um unseren Kindern dann beizubringen, hör mal zu, das, was ihr da in der Schule gemacht habt, das widerspricht unserer Religion. Allah wurde nicht geboren. Allah wurde nicht Mensch. Allah wurde nicht gekreuzigt. Allah war nicht 3 Tage im Grab, tot, und dann ist er auferstanden. Das alles müssen wir unseren Kindern beibringen. Aber wenn du das nicht gelernt hast, dass das im Koran steht und dass das in der Sunna steht, wie willst du das deinen Kindern beibringen? Und dann, wie sollen dann deine Enkelkinder die Religion lernen, wenn deine Kinder es nicht gelernt haben? Einige denken sich, ja, aber es gibt doch Vorträge, es gibt Bücher auf Deutsch. Ich habe schon mal gesagt, auf Deutsch gibt es nichts. Das, was es gibt, ist ein Tropfen auf einem heißen Stein, Barkelofik. Nicht mal ein Tropfen, halber Tropfen. Guckt mal, liebe Geschwister, haben wir einen kompletten Tafsir auf Deutsch? Tafsir al-Sa'di, der ist noch nicht komplett gedruckt, oder ist er komplett gedruckt? Wenn, dann 2022. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der erste Tafsir, okay? So. Gibt es Sahih al-Bukhari komplett auf Deutsch? Nein, das, was übersetzt wurde, ist die Kurzfassung, also ohne Wiederholung. Das ist nicht komplett. Genau, ich rede. Das ist nicht komplett. Ich weiß nicht, welche Farbe es ist, aber es ist nicht komplett, sondern das sind Auszüge, beziehungsweise dieser Mukhtasar Sahih al-Bukhari. Sahih Muslim? Auch nicht. Wir haben auf Deutsch nichts. Die paar Bücher, das ist nichts. So. Bis die Bücher übersetzt werden, so allmählich, Alhamdulillah, so langsam aber sicher, wird das ja getan. Ja? Okay? Aber im Schneckentempo, also sämtliche Schnecken sind sogar schneller. Das bedeutet, liebe Geschwister, wir brauchen noch mehrere 10 Jahre, ja, 50 Jahre, damit wir eine anständige Bibliothek haben. In 50 Jahren ist dein Kind schon 60 Jahre alt. Oder nicht?
ist ein Erwachsener, ein Alten, also bei allem Respekt an die 60-Jährigen, ja, also ist ein sehr erwachsener Mensch geworden. Wie sollen die 50 Jahre überbrücken, bitteschön, ohne einen kompletten Tafsir? Und auch Tafsir von Sheikh Sa'di rahimahullah ist sehr gut, aber das ist immer noch ein kompakter Tafsir, das ist ein kurzer Tafsir. Ja? Das ist so die Essenz. Das ist eine Übersetzung und ich rede von klassischen, ich rede von klassischen Tafsirwerken. Zum Beispiel ein klassisches Tafsirwerk, Ibn Kathir, oder nicht? Das findest du auf Französisch, das findest du auf Englisch, das findest du auf allen Sprachen der Welt, aber nicht auf Deutsch. Das zeigt, dass wir in Deutschland, was Islam angeht, ein zehnte Weltland sind. Also da gibt es nichts. So, wie willst du nun deinen Kindern die Religion beibringen, wenn du es nicht lernst? Willst du deinem Kind lesen? Was soll er denn lesen? Was soll er denn lesen? Bis die Bücher so weit sind, dass wir eine einigermaßen komplette Bibliothek haben, wie gesagt, ist dein Sohn schon längst 60 Jahre und hat schon Urenkelkinder und kann ihnen nichts beibringen, weil er es nicht gelernt hat. Es gibt keine andere Lösung, als dass du die Religion lernst und dass du die Religion lehrst. Das ist deine Pflicht. Anders geht es nicht. Und wenn du das nicht machst, diese Aufgabe nicht umsetzt, dann bist du eben, wie nennt man die Stelle, die zum Beispiel Öl tropfen lässt, oder undicht. Dann bist du die undichte Stelle in dieser Umma, die Grund dafür ist, dass dieses Wissen verloren geht. Und das darf nicht sein. Also denke nicht, du weißt alles oder du brauchst es nicht zu lernen. Du musst es lernen, damit die nächsten Generationen lernen können. Anders haben wir keine andere Lösung. Also die Versuchungen, das sehen wir ja heute, liebe Geschwister, besonders weil eben Social Media und die Kommunikation und so weiter immer größer wird und immer mehr wird und die Scheinargumente dadurch immer leichter verbreitet werden. Und deswegen sehen wir, also zum Beispiel die Fragen, unterschiedlichste Fragen, wo du denkst, Junge, was ziehst du dir jedes Mal rein, dass du solche Fragen stellst? Lern doch richtig deine Religion. Schritt für Schritt. Du hast ein Thema, dann gehst du zum nächsten Thema. Aber so wollen wir nicht lernen. Wie wollen wir lernen? Wir wollen eben lernen, um zu diskutieren, um zu kommentieren, um mitzureden. So wird nicht gelernt. Keiner wird Arzt, indem er anfängt erst zu lernen, wenn er krank wird. Ja? Das heißt, er lernt nichts und wenn er Schnupfen bekommt, was gibt es gegen Schnupfen? Und wenn er mal Kopfschmerzen bekommt, was gibt es gegen Kopfschmerzen? So wird er doch kein Arzt. Der hat ein paar Infos, ja, der weiß, es gibt ein Medikament, das heißt Aspirin, aber ist das ein Arzt? Das ist kein Arzt, das ist ein Laie. Wenn jemand Arzt werden will, dann lernt er, bevor er überhaupt krank wird, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob er krank wird oder nicht, er lernt grundsätzlich, es gibt einen Lehrplan. Und so ist es mit deiner Religion. Du musst deine Religion lernen, damit du diese Scheinargumente entkräften kannst. Insbesondere, wie gesagt, damit deine Kinder und deine Enkelkinder diesen Schutz bekommen vor den Scheinargumenten. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Versuchungen werden von hier hervortreten. Die Versuchungen werden von hier hervortreten, nämlich dort, wo das Horn des Teufels aufgeht. Und in einem anderen Wortlaut sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: O Allah, segne unser Sa'. Sa' ist ein Volumen,
Maß war geläufig. Also wie viel passt da rein? Ja. Ein Saar. Unser, oh Allah segne unseren Saar und unser Mudd. Mudd, ja, mit Hand. O Allah segne unser Scham, Syrien und Umgebung, und unseren Jemen. Da sagte ein Mann, O Prophet Allahs, und unseren Irak. Da sagte er, dort ist das Horn des Teufels. Die Versuchungen werden dort zuschlagen und Dürre wird im Osten sein. Was soll das bedeuten? Wenn wir uns die islamische Geschichte ansehen, dann wissen wir, dass der Irak Hauptstadt des Wissens war. Also das Wissen florierte im Irak. Sämtliches Wissen, auch natürlich islamisches Wissen. Aber wenn nun Wissen floriert, dann gibt es auch Leute, die das Wissen falsch benutzen. Und deswegen sehen wir in der islamischen Geschichte, dass sämtliche Sekten, wo ihren Sitz hatten, im Irak. Ob das die Mu'tazila sind oder die Rafida, Schiiten oder andere Sekten, die Khawarij. Das bedeutet, Irak war das Gebiet, wo viele Sekten herrschten. Und das meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Horn des Teufels. Aber auf der anderen Seite ist Irak auch Hauptstadt der Gelehrten. Abu Hanifa, Imam Ahmed, ein Imam Shafi'i war auch im Irak und hat auch dort gelernt und studiert. Imam Malik hat seine Stadt in Medina nicht verlassen, außer zu Hajj. Und andere Gelehrte, auch in der arabischen Sprache, ja, ist bekannt, die zwei großen linguistischen Schulen, und zwar Al-Kufa und Al-Basra, diese zwei also Städte, die bekannt waren. Und in der Grammatik sagt man immer nach der Ansicht der Kufiyun oder nach der Ansicht der Basriyun, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, Irak war immer eine Hauptstadt des Wissens. Aber wie gesagt, dadurch kann es auch zu Leuten kommen, die in die Irre gehen. Das heißt nicht, dass der Irak ein schlechtes Gebiet ist, ganz im Gegenteil. Ich meine, Rasul sallallahu alaihi wasallam war in Medina und die ersten Khawarij waren ja auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber es ist halt so, wo Al-Haq ist, die Wahrheit ist, wird Al-Shaytan kommen und einige in die Irre führen. So ist es. Und wenn nun Al-Haq sehr verbreitet wird, ja, dann wird auch Al-Shaytan sich umso mehr anstrengen, dass er umso mehr Menschen in die Irre führt. Und deswegen war eben Irak, weil es die Hauptstadt des Wissens war, auch eben die Hauptstadt der Sekten. Das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnte hier vor den Versuchungen, also den Scheinargument. Das sind die schlimmsten Versuchungen. Denn die Versuchung der Begierde, Ash-Shahawat, da weißt du, dass es falsch ist. Der Drang nach einer Sünde, da weiß man, ich mache gerade einen Fehler. Also ist die Reue einfacher. Aber bei einem Scheinargument, da weißt du gar nicht, dass du einen Fehler machst. Du denkst, du machst was Richtiges. Derjenige, der einer Sekte folgt, der macht das ja nicht, indem er weiß oder indem er sich bewusst ist oder indem es ihm egal ist, dass es falsch ist. Gut, es gibt einige, die wissen es dann, ja, und machen es trotzdem aus Nationalismus oder irgendetwas anderem. Ja. Aber ein Scheinargument, da denkt man normalerweise, es ist richtig. Also wird es schwieriger sein, davon wegzukommen. Und deswegen sind Scheinargumente die größeren und schwierigeren Versuchungen. Ein weiteres Vorzeichen der Stunde, das immer noch vorhanden ist, ist die Beauftragung von Inkompetenten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie Abu Huraira berichtete, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Gespräch saß,
kam ein Wüstenaraber und sagte, wann wird die Stunde eintreten? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach weiter und da sagten einige, er hörte, was gesagt wurde und er hat es verabscheut. Andere sagten, er hat ihn nicht gehört. Als er mit seinem Gespräch fertig war, sagte er, wo ist derjenige, der über die Stunde gefragt hat? Da sagte er, hier bin ich, o Gesandter Allahs. Er sagte, wenn das Anvertraute veruntreut wird, dann erwarte die Stunde. Er fragte, wie wird es veruntreut? Er sagte, wenn die Angelegenheiten den Inkompetenten überlassen werden, dann erwarte die Stunde. Also, wenn eben Vetternwirtschaft herrscht oder Korruption und so weiter und so fort, dass Leute dann an die Macht kommen, dass Leute das Sagen haben, die überhaupt nicht kompetent sind. Das ist ein Zeichen der Stunde. Das gilt nicht nur im Politischen, das gilt auch natürlich im Religiösen, ja, wenn wir sehen, dass in den sozialen Medien jeder reden kann, jeder kann über den Islam reden, jeder erklärt, was der Islam ist, obwohl sie vielleicht gar nicht gelernt haben oder obwohl sie nicht das übermitteln, was die Gelehrten gesagt haben. Ja, da kommt irgendjemand und verbreitet seine privaten Ansichten und denkt, ja, das. Und dann hat er auch Gefolgsleute. Ja? Also egal, was gesagt wird auf dieser Welt, man wird immer Leute finden, die einem folgen. Ja? Das beste Beispiel ist ja diese Lügenpropheten. Anhänger wird man für jeden Unsinn finden. Aber die Frage ist, wie bewahre ich mich vor so einem Unsinn, indem ich meine Religion lerne? Ein weiteres Vorzeichen ist die Nachahmung anderer Völker. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr werdet den Weg jener folgen, die vor euch waren, nämlich Spanne für Spanne und Elle für Elle. Selbst wenn sie in den Bau einer Echse eintreten würden, würdet ihr ihnen dorthin folgen. Wir fragten, o Gesandter Allahs, meinst du die Juden und Christen? Er antwortete, wer sonst? Ibn Battal sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erhielt die Offenbarung, dass seine Ummah den Erneuerungen und Neigungen folgen wird, wie es bereits in den vorherigen Religionen der Fall war. So warnte er davor, dass die späteren Generationen schlimmer sein werden, sodass die Stunde in Anwesenheit der Schlimmsten eintreten wird. Daher wird die Religion nur bei den Besonderen bewahrt bleiben. Und Ibn Hajar sagte, und es trat bereits das ein, was der Gesandte prophezeit hat, ebenso wie der Rest eintreten wird. An-Nawawi rahimahullah sagte, die Ausdrücke Spanne für Spanne und Elle für Elle und dem Echsenbau sind Gleichnisse, um die deutliche Nachahmung hervorzuheben. Gemeint sind damit die Sünden, aber nicht der Unglaube. Diese Prophezeiung gehört zu den Wundern des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, da das eingetreten ist, was er vorhergesagt hat. Also, erst einmal, es geht hier nicht um Weltliches. Also nicht, dass jemand kommt und sagt, wie? Also sollen wir keine Autos bauen und keine Handys benutzen? Die Christen und Juden haben das zum Beispiel erfunden. Ja? Andere Anhänger, also die Anhänger anderer Religionen, dürfen das nicht benutzen. Es geht nicht ums Weltliche. Es geht nicht um das Weltliche. Sondern es geht um das Religiöse. Dass du, als du also die Religion änderst, so wie bereits Christen und Juden die Religion geändert haben. Und hier in diesen Tagen jetzt, Weihnachten, sehen wir ja, was man davon hat, wenn man die Religion ändert. Wenn man die Bid'ah nicht verbietet, also die Erneuerung. Von Propheten Isa wird ein Gott. Warum? Weil es langsam angefangen hat. Man lobt Isa a.s. und dann lobt man ihn noch mehr und mehr und mehr. Jeder überbietet den anderen, bis man sagt, oh, du bist ein Gott.
Und daher warnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor diesem Übertreiben im Lob. Da sagte er: Lobt mich nicht, so wie die Christen Isa gelobt haben, sondern ich bin Diener Allahs und sein Gesandter. Aber es gab auch in der islamischen Geschichte einige, die dann angefangen haben, den Propheten zu loben, alayhi salatu wassalam, und übertrieben haben. Ja, dann einer sagt zum Beispiel, du bist der beste Mensch, ich kann zu niemand anderen flüchten, außer zu dir. Und was mit Allah? Flüchten wir denn nicht zu Allah, subhanahu wa ta'ala? Das heißt, vor lauter Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hat das übertrieben, und das ist natürlich nicht erlaubt. Ja, das kann sogar zum Schirk führen, zum Kufr, dass man den Propheten sallallahu alaihi wasallam so vergöttert und verherrlicht, also ihm göttliche Eigenschaften zuschreibt, ja, und der sagt auch dann in so einem Gedicht: Du kennst das Verborgene. So allgemein darfst du das nicht sagen, sondern du kannst sagen, du kennst vom Verborgenen das, was Allah dir gesagt hat. Aber du kannst nicht einfach so pauschal sagen, du kennst das Verborgene. Das Verborgene kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern eingeschränkt, das, was ihm Allah offenbart hat an Verborgenem, das kennt der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund der Offenbarung. Also, diese Nachahmung der anderen Religionen ist natürlich im Islam nicht erlaubt. Warum? Weil du dann den Islam änderst. So einfach ist das. Wir können nicht die Religion ändern. Zum Beispiel, ja, Thema Geburtstag. Wir hatten das alles angefangen mit der Geburt des angeblichen Gottes, ja, Jesus. So, dann kommen die anderen und sagen, okay, dann feiere ich meinen Geburtstag. Und dann kam irgendjemand und sagte, okay, dann feiern wir den Geburtstag des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und so weiter und so fort. Das ist diese Nachahmung. Wenn du da nicht einen Cut machst und sagst, Sekunde, hat es der Prophet getan, sallallahu alaihi wasallam? Nein, also mach es nicht. Wenn du diese Schranke nicht hast, dann kommt es zum Umfall. Dann wird der Nächste kommen und sagen, okay, dann werde ich was anderes hinzufügen. Und deswegen, wenn ihr euch anschaut, zum Beispiel in der islamischen Welt, wie der Geburtstag des Propheten gefeiert wird, also subhanallah, du denkst, was ist das? Bin ich hier in der Disco gelandet? Letztens bei der Feier des Geburtstags des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kamen dann Bauchtänzerinnen. So, bitteschön. Weil die werden dir sagen, hör mal zu, du hast was erfunden, warum darf ich nichts erfunden? Aber Sekunde mal, das ist doch haram. Ja, aber du hast auch gemacht haram. Wenn du Haram machen darfst, darfst du doch auch Haram machen. Und es hört nicht mehr auf. Wir hatten das angefangen im Christentum. Da kam einer, Paulus, und hat gesagt, wisst ihr was? Eigentlich, Isa ist zwar für die Israeliten gekommen, aber hiermit sage ich, Isa ist für die ganze Welt da. So, da hat es jetzt schon mal angefangen, eine Änderung. Und so weiter und so fort. Und deswegen wurde vom Christentum etwas anderes als das, was Isa a.s. verkündet hat. Warum? Durch die Bid'ah. Wenn wir Muslime das auch machen, dann wird der Islam geändert. Und das haben wir, also wir sehen doch zum Beispiel die liberalen Muslime, ja, oder andere, die Ahmadiyya und so weiter. Jeder erfindet etwas und dann hast du etwas anderes als den reinen Islam. Der Unterschied ist aber, im Gegensatz zum Christentum und Judentum bleibt der reine Islam immer vorhanden. Auch wenn es Versuche gibt, den Islam zu ändern, der reine Islam wird immer da sein. Warum? Weil Allah den Koran bewahrt hat und die Offenbarung bewahrt hat, also auch die Sunna bewahrt hat. Und das ist eine gewaltige Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Ein weiteres Zeichen der Stunde ist das Zeugen der eigenen Herrin und die Konkurrenz im Hochbau. Und das wurde erwähnt im Hadith von Jibril a.s., als er gefragt hat, wann ist die Stunde? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Gefragte ist darüber nicht kundiger als der Fragende. Er fragte, berichte mir über ihre Vorzeichen. Er sagte, wenn die Sklavin ihre Herrin
gebärt, und wenn die barfüßigen, nackten Schafhirten beim Bauen einander zu überbieten suchen. Fangen wir mal mit dem letzten Punkt an. Das wissen wir ja, ja, also die Hochhäuser und so weiter und so fort in den arabischen Staaten, ja, und dieser Bettel jedes Mal ein anderes Hochhaus, das höher ist, das ist ein Zeichen der Stunde. Ja. Das bedeutet, mit der Moderne werden diese Wüstenaraber immer mehr solche Cities erbauen. Das ist ein Zeichen der Stunde. Heißt das, Hochhäuser darf man nicht bauen im Islam? Nein, heißt es nicht. Aber es heißt, dass sie sich überbieten werden. Also das heißt, sie machen das nicht aufgrund von Wohnungsmangel oder sowas ähnliches. Nein, man will Prunk. Man will eben Show. Man will die Leute beeindrucken. Ja? Und das sehen wir ja vor unseren Augen, was da passiert. Was heißt nun, dass die Sklavin, wenn die Sklavin ihre Herrin gebärt, also auf die Welt bringt? Das bedeutet, nach einigen Gelehrten, dass die Kinder die Eltern schlecht behandeln werden. Also, dass eine Frau, also eine Mutter, ihre Herrin, also die Mutter wird zur Sklavin, sie ist eigentlich keine Sklavin, aber mit der Geburt des Sohnes oder mit der Geburt der Tochter hat die Mutter ihre Herrin oder ihren Herrn geboren, sodass sie Sklavin wird. Heißt was? Sie wird schlecht behandelt von den Kindern. Und das sehen wir leider heutzutage sehr, wie schlecht eben die Eltern behandelt werden. Leider bei Muslimen, gut, bei Nicht-Muslimen, die haben ja kein Koran, ja, auch wenn in der Bibel das steht, man soll gut sein zu den Eltern und so weiter, aber mir geht es jetzt darum, wir wissen ja, Al-Koran ist die Wahrheit, Al-Koran ist ungefälscht und so weiter und so fort, und trotzdem ist man schlecht zu den Eltern, indem man sie schlecht behandelt, mit einem schlechten Wortschatz mit ihnen spricht und so weiter, sie vernachlässigt. Ja. Und das ist etwas, was zu den Zeichen der Stunde gehört. An dieser Stelle machen wir inshallah einen Halt und das nächste Mal inshallah machen wir dann hier weiter. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.